mach. Komm. Sonst gehe ich immer irgendwie. Wir finden uns dann mal kurz dahin und dann können wir mal richtig die Kamera auslegen. Hierhin? Ja. Mark Sandra, BTS oder Blackpink? Was ist das? Ich glaube, das sagt alles. Alter, guck mal, das hier ist ein. Das ist ein Segelclub. Ja. Und die haben einfach hier so eine Karre. Und da kannst du dann theoretisch dein Segelboot draufpacken. Und dann geht's da runter. Ins Wasser rein. Packst du. Ist einfach nur kalt. Mark Sandra, Harry Potter. Nein, weil da Schlangen drin sind. Nee, weil da Schlangen drin vorkommen. Wo seid ihr? Immer noch in Salzburg. Ey, sorry, wie oft kam denn die Frage, wo wir sind? Wo sind wir denn wohl? Boah, da kommt eine Yacht, Digga! Ey, das ist. Ist das die von Abramowitsch? Kennst du Abramowitsch? Nee. Hä? Ah, Leute, Alter! Ihr müsst mal kurz warten. Ich glaube, man sieht schon ein bisschen da hinten. An alle von euch, die Ahnung von Aviation. Nicht Aviation. Die Ahnung von Booten und Schiffen haben. Digga, das ist eine unnormal kranke Yacht, Digga. Siehst du das, Sandy? Ja. Ey, das ist echt Skyline zum Bordstein, ne? Siehst du da so eine fette Yacht ankommen? Ich sehe noch keine Yacht. Mach die Augen auf, Brudi. Sandra, mach mal ein Selfie von mir mit dem Boot. Perfekt, korrekt. Guck mal, da gibt es einer Leute, die haben eine Yacht und dann gibt es uns. Wir gucken uns dann die Yacht an. Wenn uns eine Möwe auf den Kopf kackt, dann raste ich aus. Boah, Bruder! Ich glaube, da gibt's Essen. Da? Ja. Wollen wir mal hingehen? Ja. Okay. Ey, guckt euch diese Yacht an, wie groß die ist. Mashallah, Bruder. Die geht über 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stockwerke. What? Ey, das sind Goals, ne? Leute, jeder, der jetzt noch fragt, wo seid ihr, der wird jetzt einfach blockiert. Jetzt schreibt nicht ganz Zeit, wo seid ihr? Ich blocke euch alle. Da gibt's Fisch und Chips. Was? Ab 12 Uhr. Was gibt's da? Fisch und Chips. Fisch und Chips? Ja. Digga, diese Yacht sieht man da hinten noch, ne? Wir können jetzt kein Fisch und Chips essen, aber kein Internet, glaube ich, da. Doch, ich könnte theoretisch hier warten einfach und du gehst da kurz hin und holst das oder so. Oder andersrum. Oder andersrum, mir ist das egal, ich kann da auch hingehen. Ja, hier, ich krieg dir Bargeld. Nee, ich hab Geld, alles gut. Dann musst du aber irgendwo hier warten. Soll ich dir das Stativ auspacken, dann kannst du es hier hinstellen irgendwo. Ja, ich weiß schon, wie ich damit umgehe. Ja? Ja. Was willst du denn haben? Fisch und Chips. Fisch und Chips? Ja. Auch irgendwas zu trinken oder so? Cola. Leute, ich ziehe nicht nach Hamburg. Ich bleib für immer in Köln. Welche LK hattest du? Kunst und Deutsch. Und hab trotzdem mein Abi nicht geschafft. Natürlich kenne ich One Direction. Digga, Zayn Malik, Alter. Junge, der ist so heiß. Ja, ich habe auch schon versucht, Rapperin zu werden. Ich chill hier übrigens gerade und hier sind unnormal viele Menschen. Aber ihr wisst, ich habe eh keinen Fremdscham. Nein, ich mag Hamburg immer noch nicht. Ich bin 21. Ja, hier Gucci, ne? Ich kann euch zeigen. Ich habe mir gegönnt. Jetzt Insolvenz. Ach ja, ich kann ja jetzt sagen, was ich will, rein theoretisch. Folgt alle Selfie Sandra auf Instagram. Das ist Quality Content, wenn ihr wollt. Ja, die Rups Chips habe ich schon probiert. Ich lebe hier im Haus. Ich habe die als allererstes probiert, bevor ihr die überhaupt gesehen habt. Habe ich schon gegessen. Super lecker. Prank mal die Lu-Crew. Wie soll ich euch denn pranken? Ihr seid doch gerade am Start. Prank mal Luca. Wie soll ich denn Luca pranken? Wenn ihr mir einen geilen Prank schreibt, dann mache ich das. Aber wie denn? Ihr müsst mir Ideen schreiben. Ihr müsst mir Ideen schreiben und sagen, wie ich Luca pranken soll. Weil der ist immer noch nicht da. Sag ich Stativ kaputt oder ist weg. Sag, dass in seinen Fisch und Chips eine Spinne ist. Das wäre ja ultra geil. Ah, nee, Luca kommt schon. Was findest du cooler, Luca? Gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dem Jungen befreundet bin. Ich check's nicht, ey. Ah, okay, wir machen so. Wir ignorieren Luca jetzt und er ist jetzt in einer Minute da und wir ignorieren ihn einfach. Also er ist jetzt in einer halben Sekunde da, wir ignorieren ihn. Guck mal, da ist der. Wir ignorieren ihn jetzt, ja. Ja, also ich mach beruflich, ich bin Hartz IV. Oh, danke, dass ich heute so hübsch aussehe. Richtig, LF. Der Typ meinte einfach, ich habe euch gesehen. Ja, liebe Grüße, Philipp. Mit 5 Franken, Dankeschön. Dein Ernst? Lass mich ausreden. Katja, hallo, ja. Sandra, schrei hier nicht so rum, da stehen Leute. Jetzt lass hochgehen. Ja, warum? Ich Wodka Gorbatschow mag? Ich lieb's eigentlich über alles. Nee, Meister, was geht? Luca hat hier gerade einen Kumpel. Sandra, jetzt komm. Luca hat hier gerade einen Kumpel kennengelernt. Und wir müssen ihn natürlich immer noch ignorieren. Und er dreht gerade voll durch. Warte, Sandra, jetzt komm, jetzt nimm mal deine Sachen selber. Ich kann das hier nicht halten. Ja, komm. Sonst boxt Luca mich. Magst du die Luca-Pizza? Ja, die mochte ich echt gerne. Tschüss. Tschüss.
Sanna, wo essen wir denn jetzt? Ja, die Sache ist, wir können es auch einfach auf den Boden setzen. Ja, wollen wir es einfach hier kurz essen am Boden? Ja, oder? Auf jeden Fall würde ich sagen, du nimmst jetzt erstmal ein bisschen was. Oh mein Gott, hast du mir die Bratwurst gekauft? Sandra, es gab keinen Fisch und Chips mehr, deswegen habe ich eine Bratwurst und Brötchen gekauft. Oh, lecker. Der Typ, das wollte ich gerade sagen, richtig witzig. Der meinte so, ich habe euch gerade mit dem Stativ gesehen, was macht ihr denn? Ich so, ja, ein Livestream. Wo kann man sich das denn angucken? Ich so, ja, youtube.com/. Hat wahrscheinlich den Namen nicht mal verstanden, aber der guckt uns jetzt zu. Leute, wir sind fast 14.000 Menschen hier. Ich habe mir Tee geholt. Schön. Frischen Minztee. Was machen wir hier überhaupt? Ich verstehe selber nicht, was wir hier machen. Wir gehen einfach ohne dich spazieren. Ich meine, dass ich hier einfach einen Kumpel treffe, so in Blankenese, so am Arsch der Welt. Ach, ich habe überall meine Freunde. Genau. Wir können uns doch einfach auf die Treppe setzen da oben. Ne? Safe. Ah nee, das ist ein Eingang zu einem Haus, Digga. So, Leute, wir haben jetzt ein Place gefunden. Sandra, hier deine Bratwurst. Oh, Ehre. Die hatten da nichts drauf gemacht, weil die es nicht dürfen wegen Corona. Deswegen habe ich die hatten nur Ketchup und Senf. Oh, Ketchup ist Baba. Ich stelle uns jetzt mal hier hin. Könnt ihr uns ein bisschen zugucken? Ja, dich sieht man jetzt halt nicht, ja? Na, egal. Lecker. Ich stelle uns hier unten mittig hin. Oh, Leute, ich esse gerade Bratwurst, Alter. Jetzt noch ein Glühwein, das wäre perfekt gewesen. Wir holen uns oben zum Ende einen Glühwein als Belohnung, okay? Ja. Und jetzt bei euch so? Jetzt gucken wir uns einfach beim Essen zu, ey. Holt euch auch was zu essen. Nein, Digga. Ja. Da kam gerade die Frage, wie viele mobile Daten hast du? Ich wollte mir eigentlich so einen Telekom-Pass kaufen für 5 Euro, dass ich den ganzen Tag unbegrenzt Daten habe. Jetzt nehme ich aber mein Datenvolumen dafür. Boah, bin ich blöd. Das kann ich jetzt auch nicht während des Streams machen, glaube ich. Dankeschön, Amina. Dann guten Appetit gewünscht. Danke. Alle Luca pranken. Ich wollte dich eigentlich auch pranken gerade, dich einfach nicht beachten. Ja, das habe ich auch gar nicht gemerkt, Sandra. Wir sitzen einfach vor dem Laden Strandhof und essen Essen von einem anderen Laden. Wir sind aber auch gleich fertig mit Essen, dann gehen wir weiter. Wohin denn? Hä? Die Treppen wieder hoch. Die Treppen hoch, das wird richtig Katastrophe. Das wird richtig schlimm, Luca. Das verdient dir, ne? Ich rauche jetzt noch eine gleich. Ja, das kannst du auch auf dem Weg machen. Nein, ich muss entspannt eine rauchen. Hallo, dürfen wir euch kurz stören? Ja, wir haben euch ganz Hamburg verfolgt und extra Hunde mit. Ey, pass auf! Oh nein! Eigentlich haben wir gedacht, dass ihr irgendwie Winterhude startet, weil der immer so oft chillt. Und wir haben ganz Winterhude hierher gefahren. Mein Vater hat die Leitstelle gespielt. Echt? Ja, cool, oder? Dein Vater hat was? Leitstelle gespielt. Er hat euren Livestream geguckt und ich bin da gerade mit dem Auto gefahren, wo ihr seid. Krank! Der Hund hat ein bisschen Angst, aber wenn ich ihn auf den Schoß nehme, könnt ihr ihn streichen. Wollt ihr denn im Livestream zu sehen sein oder nicht? Alles gut. Jetzt, wenn ihr Zeit für ein Foto hättet, wäre das. Ja, klar, selbstverständlich. Wir müssen nur gucken wegen Corona ein bisschen. Aber ja, machen wir mit Abstand, bleiben hier unten stehen. Moment, ich muss erstmal diesen Hundi filmen, der ist ja unnormal süß. Wartet mal hier. Guck mal, wie süß der ist. Wie heißt er denn? Olaf. Olaf? Ja, cool, ne? Ja, ganz aufgeregt. Olaf! Aber der hat Angst ein bisschen, oder? Und das ist, wie heißt er? Hallo Olaf! Oh, warte mal, Moment. Hallo. Oh, hallo, wie süß. Olaf. Sandra. Hallo. Der hat schon genug Angst, du musst ihn jetzt nicht hier an. Ich hab ihn beruhigt. Was ihn beruhigt? Ja. Olaf mag mich nicht. Ja, der ist schüchtern, ne? Ja. Hallo, meine Schuhe. Jetzt sind wir noch ein bisschen. Oder wie heißt sie oder er? Er ist Willi. Willi? Willi und Olaf. Ja, Willi ist voll der coole Name Hunde, für ihn. Wir haben noch mehr Hunde zu Hause. Ich habe jetzt jede Podcast-Folge von euch gehört. Echt? Nee, nee, das ist ein Ehre, Mann. Ihr müsst auch morgen so sein. Oh, auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt bin ich fertig. Ein bisschen traurig morgens, wenn ich zur Arbeit fahre. Um 4 ist dann immer so leise am Auto. Ab Dienstag ist Daily. Daily, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das ist das Witzigste. Bitteschön! Euch noch einen schönen Tag. Euch auch. Euch auch. Tschüss! Ciao!